Schick sehen sie aus, die beiden neuen Einsatzfahrzeuge des Rettungsdienstes der Stadt Dessau-Roßlau inmitten des Fuhrparks der Berufsfeuerwehr. Am Donnerstag wurden sie offiziell durch die stellvertretende Bürgermeisterin Sabrina Nussbeck dem Rettungsdienst übergeben. Mit modernster Technik ausgerüstet haben der Rettungswagen kurz RTW und das Notarzteinsatzfahrzeug kurz NEF entsprechend auch stolze Anschaffungspreise. Ja, das sind zwei Fahrzeuge. Das eine ist der RTW, der hinter links innen steht, rund 123.000 Euro. Das ist der Rettungstransportwagen und hinter mir hier rechts steht der Notarztwagen oder das Notarzteinsatzfahrzeug, so heißt es konkret. Das hat rund 50.000 Euro gekostet. Also die Finanzierung der Rettungsdienstfahrzeuge läuft generell bundesweit über die Kostenträger, also sprich über die Krankenkassen. Und diese Kosten, die jetzt entstanden sind, werden über den sogenannten Kostenleistungsnachweis gegenüber den Krankenkassen geltend gemacht, das heißt über die Abschreibung dieser Fahrzeuge. Nötig wurden die Neuanschaffungen wegen der hohen Laufleistung ihrer Vorgänger. Immerhin stehen bei beiden insgesamt 365.000 Kilometer auf der Uhr. Doch zum alten Eisen gehören die bisherigen Fahrzeuge dann doch nicht. Ja, also ich denke mal, die alten Fahrzeuge, die haben eine richtige Kilometerlaufleistung hinter sich. Der RTW über 200.000 Kilometer und das alte NEF rund 130.000 Kilometer in den vergangenen Jahren. Das ist das eine, und das andere ist auch die kontinuierliche Anschaffung und Ersatzbeschaffung dieser Fahrzeuge, die eigentlich immer auch erforderlich ist. Man will ja auch auf dem neuesten Stand der Technik mit sein. Die jetzigen Fahrzeuge werden als Reservefahrzeuge weiter vorgehalten und die werden dann, wenn diese Fahrzeuge mal zur Werkstatt müssen, zur Durchsicht müssen, wir müssen ja den Rettungsdienst weiter durchgängig aufrechterhalten, werden diese Fahrzeuge dann eingesetzt, die als Reservefahrzeuge halt. Auf dem neuesten Stand der Technik, was die Motoren- und Fahrzeugtechnik angeht, aber auch im Inneren der Fahrzeuge, ist Hightech angesagt. Und was sagt Rettungsdienstchef Roland Schneider zu den Fahrzeugen? Sind sie besser als ihre Vorgänger? Ich denke doch. Die Entwicklung geht doch voran. Also was die technische Ausstattung, was die Motorleistung anbelangt, also ich denke mal ja. Und die Fahrzeuge sind ja generell nach der DIN ausgestattet, was die medizinisch-technische Ausrüstung anbelangt. Und auch dort in diesem Bereich der medizinisch-technischen Ausrüstung ergeben sich ja immer im Laufe der Jahre Neuerungen. Und die finden natürlich ja in diesen Fahrzeugen Einklang. Hinter mir dieses Notarzteinsatzfahrzeug, das ist geländegängig, es ist eine Wenn-Ausführung, sodass wir da auch mal hier in unserem Dessau-Roßlauer Bereich, ist ja doch ein bisschen Wald und Acker, dass wir da auch hinkommen. Das waren die vorher Fahrzeuge nicht. Dieses Fahrzeug hinter mir ist dieser Wenn, ist auch für die Verkehrssicherheit des Fahrers und des Notarztes viel, viel besser. Sie sitzen höher, sie werden besser wahrgenommen, selber können weiter blicken im Straßenverkehr hinein. Und das sind natürlich auch wesentliche Aspekte, die uns zur Anschaffung dieser Fahrzeuge mitgeführt haben. Nun werden die neuen über die Straßen und Feldwege der Stadt Dessau-Roßlau fahren, immer in der Hoffnung, dass sie niemals zu spät kommen.